Hallöchen, meine Freunde, herzlich willkommen zurück zu Sekiro Shadows Die 200 Times. Ja, letzte Folge haben wir ja wieder einen Kopflosen besiegt, beziehungsweise diese Kerle gehen mir so auf die Eier. Ich weiß nicht, warum sie mich überhaupt noch so stresst, obwohl sie ja eigentlich relativ, in Anführungsstrichen, einfach zu besiegen sind. Aber trotzdem nervt es mich einfach nur, das mit dem Konfetti ist so nervig. So, aber wie gesagt, wir können uns nicht zur Burg porten, weil da Sachen kaputt sind. Anscheinend. Ich habe keine Ahnung. Wenn du sie erneut besucht hast. Ja toll, ich darf wieder alle. Im verlassenen Verlies allerdings hat es gehießen, da wird auch noch, also da brauchen wir anscheinend auch noch irgendwas. Anscheinend habe ich da noch nicht alle Wege oder irgendwas habe ich da anscheinend noch nicht so komplett. Kriegen wir auf jeden Fall noch hin. In den Tiefen von Ashina dürfte eigentlich nichts mehr sein. Da dürften wir jetzt wirklich alles haben. Die Rateanwesen, bis auf das mit dem Fisch. Weil uns, da fehlt uns ja noch eine Schuppe. Das heißt, wir gehen jetzt mal zum Berg Kongo. Und gucken einfach mal da. Ich da irgendwo was kriege. Wenn, dann müsste es hier beim Tempelgelände sein. Und dann gehen wir halt einfach wieder zur Ashinaburg. Ich weiß noch nicht, welchen Weg. Am besten einfach vom Burgtor aus unten. Das wird einfacher sein. Ah, Momentchen mal. Stimmt. Oh, fuck. Ich habe vergessen, wir sollten ja Emma auch noch fragen. Nach irgendwas wegen dem Sakura-Baum. Shit, das habe ich jetzt wieder vergessen. Ja, und zwar hier, das Wasser. Das hatte ich gemeint. Zeigt mich. Zeigt mir, wo seid ihr? Oh! Hä? Sis. Ja, klar. Unter Wasser. Natürlich. Mit dem Dreizack. Mhm. Aber viel interessanter ist das hier. Was zum Geier ist das? Eine Gebetsperle. Lecco mio. Damit haben wir aber jetzt schon wieder vier, ne? Das heißt, ich kann jetzt zumindest die Lebensenergie wieder erhöhen. Aber trotzdem, ich habe jetzt eigentlich gedacht, dass wir hier noch einen Fisch finden. Um es mal klar auszudrücken, wenn hier jetzt kein Fisch ist, dann bleibt es ja nur noch im hier. Dann bleibt es ja nur noch im Anwesen eigentlich. Ja, also nicht im Hirata-Anwesen, sondern in der Burg. Oh, shit. Hallo, lass mich hier wieder raus, bitte. Danke. Kommen wir nie wieder raus. Da waren ja nur die ganzen komischen Äffchen. Ne? Okay. Das heißt, wir haben jetzt eigentlich... Ich habe keine andere Wahl. Greif mich an! Ja, das heißt, wir haben halt wirklich keine andere Wahl. Gerade echt am Überlegen, ob ich noch irgendwo hier was vergessen habe. Bei dem Turm da oben war ja auch nichts mehr. Glaube ich zumindest. Ich glaube, ich muss sowieso irgendwann nochmal alle Orte abgehen. Moment. Eine Sache will ich nochmal gucken. Und zwar. Am besten von. Ja, eigentlich ist es wurscht, ob hier oder hier. Höhle im versunkenen Tal. Ah ja, genau, das war es mit Glockendämon, genau, ne? Hauptsaal. Wir gehen nochmal kurz zum inneren Heiligtum, einfach nur mal, damit ich mit der Dings quatschen kann. Mit dem göttlichen Kind, ihr sagen, dass ich den Reis abgegeben habe. Hoffentlich ist sie nicht tot.
Okay, sie lebt anscheinend noch. Wie geht's dir? Miko ni okome o watashite itadakemashita ka? Hai. Ah. Moratta kome o Miko-sama ga ohagi ni shite kudasatta. Maa. Ryuin no Miko ga go jishin de sono you na koto o. Totemo harikitte orareta. Maa. Sou nano desu ne. Ah. So ka. Ryui no Miko mo mata hito nano desu ne. Nanto wa atarimae no koto ka. Fushidachi mo kitto yue ni mayoi. Sore demo erabareta no deshou ne. Miko no shinobi yo hitotsu kikitai no desu ga. Nanda? Miko-sama no na wa nanto? Kuro-sama da. Kuro-sama. Totemo yoi hibiki. Itsuka oai shitai mono desu. Hm. Interessant. Brannt sich da was an zwischen zwei Unsterblichen? Miko no shinobi yo. Yōkoso oide kudasai mashita. Hm, warum nicht? Koki da. Hai. Itadakimasu. Essgeräusche. Kore wa dou shita? Subarashiku amou gozaimasu. Kaki to wa masashiku akaki hōryoku nari. Um ehrlich zu sein, habe ich nie besonders gut. Sumimasen, okome ga mata. Ja, okay. Um ehrlich zu sein, mochte ich nie Kaki. Ich weiß nicht, war einfach nicht meine Frucht. Okay, gut. Dann haben wir zumindest. Also, ihr scheint soweit okay zu gehen. Bin mir allerdings nicht so ganz sicher. Sie könnte uns auch einfach wieder was verheimlichen. So, ach, die sind ja auch wieder da. Ich dachte, die hätte ich umgebracht. Der Kerl hier ist allerdings weg. So. Der Kerl interessiert mich aber auch nicht. Denn mich interessiert eigentlich viel mehr dieser eine Kerl in der Höhle, der so komisch aussah. Und du geh bitte aus dem Weg. Danke. Eigentlich will ich jetzt gerade gar nicht mit euch allen kämpfen. Gute Erfahrungspunkte, nicht beim Ansatz. Nö, dann kämpfe ich nicht mit euch. Nö, meine ich. Jetzt hätte ich gerade gedacht, er hätte mich einer verfolgt. Okay. Aber da kämpfe ich doch nicht mit denen, also bitte. Ah, ich muss immer schon was checken. Okay. Ich hatte nämlich gerade schon wieder Befürchtung, dass der Sound wieder weg ist. So, hier sitzen ja die ganzen Priester-Dudes. Und zwar der, den ich meinte, der sitzt ja da hinten in der Ecke. So. Ah, visier doch mal an. So. Ich kann mit dem immer noch nichts machen, obwohl er so unfassbar auffällig aussieht. Oder ist das der Priester? Das glaube ich aber auch nicht. Rätsel über Rätsel, sage ich nur. Rätsel über Rätsel. Ich will jetzt nicht mit euch spielen. So. Also gut, dann. Naja, wir haben zumindest Gebetsperlen, okay. Das heißt, ich kann nochmal die Lebensenergie erweitern. Ist vielleicht auch nicht verkehrt, bevor ich wieder zurück in die Burg gehe. Weil ich nicht weiß, was mich in der Burg erwartet. Wie es so schön heißt. Also, Körpermerkmale verbessern. Ja. Die siebte Gebetsperle, Kette. Sehr gut. Hm.
bei der Ashina-Burg können wir halt echt nirgendwo hin. Wir können nur zum das verlassene Verlies, da war ja auch noch irgendwie. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie kommt es mir so vor, als hätte ich dort was vergessen. Irgendwie so, eher so einen ganz wichtigen Abschnitt oder irgendwas. Ich bin nicht mehr ganz sicher. Mensch. Ja, weil seit wir diese komischen roten Augen da gekriegt haben, hat er gesagt, im verlassenen Verlies, der Doktor. Moment. Auf dem Zettel stand was drauf. Der hat uns diesen Zettel gegeben. Vielleicht mit dem Jutsu? Ich bin mir nicht sicher. Ich kontrolliere ihn nochmal. Okay, ja. Aber kann es sein, dass der jedes Mal wieder neue hat? Wurscht, ich kaufe trotzdem. Okay, den Kram haben wir alles. Ich hätte schwören können, ich hätte alle von dem gekauft. So, warte mal, war hier. Boah, ja, hier waren ja die ganzen Käfer. Da waren ja so richtig viele. Okay. Da unten steht der Kerl. Vielleicht jetzt irgendwas zu sagen? Shinobi no kata. Shisai wa. Ich muss mir noch mal die Notiz durchlesen. Was hat er denn überhaupt geschrieben? Wo war die denn? Flammenlauf. Blutiger Brief des Chirurgen. Benötigt ein kräftiger Mann, vorzugsweise ein starker Samurai oder ein junger, großer Soldat, etwa ein Mitglied der Taro-Truppe, muss unversehrt geliefert werden. Ich probiere mal was. Hier gab es doch welche, die so ein bisschen aussahen, als wären die noch so ein bisschen einsatzfähig. Ich glaube eher nicht. Ich glaube aber nicht, dass er ein Zombie meint. Vor allem wie ein großer, kräftiger Soldat. Beziehungsweise aus dem Tag. Den habe ich ja jetzt gar nicht gesehen. Ach, lass doch los. Ah, dass es auch noch so viel abzieht gleich. Spinnt. Das Schlimme ist, ich erwische keinen hier von hinten, dass ich ihn mit dem Jutsu erwischen könnte. Na gut, ihn vielleicht. Na gut, dann komm mal mit. Vielleicht bist du ja das, was der Kerl wollte. Und? Shinobi no shisai wa yokei no koto. Ich weiß nicht, was er meint. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Oder gehört das zu dem... Nee. Das gehört ja auch nicht zu dem anderen dazu. Ach, ich weiß es nicht. Ich weiß aber, hier zum Beispiel gab es, glaube ich, noch Wasser, ne? Ja. Ach. Okay.
Gut, zumindest gibt es hier Wasser, das heißt, ich kann schon mal. Kann schon mal davon ausgehen. Ah. Na, sieh mal einen an. Geldbeutel, Geldbeutel, Geldbeutel. Da hinten haben wir sogar noch was. Ah, guck mal, da ist sogar noch ein Durchgang. Keramiksplitter. Jetzt muss ich allerdings selber erstmal überlegen, aber wenn hier ein Durchgang ist, gehen wir mal da durch. Mal gucken, wo wir rauskommen. Wollen wir erstmal im Wasser umgucken. Okay, wenn da nichts ist, dann aus dem Wasser raus. Mal gucken, wo wir sind. Einfach nur eine Höhle? Mibo-Ballon der Seele. Nichts extra? Einfach nur... Ah. Ich hätte mich auch schon stark gewundert. Aha. Jetzt sind wir auf der Rückseite. Oh. Beruhigungsmittel. Dosakus Notiz. Eine Notiz des Chirurgen Dosaku. Meine Schüler haben mich wegen Dogen verlassen. Unwillig, sich die Hände schmutzig zu machen, haben mich alle für diesen scheinheiligen Quacksalber verlassen. Dojun, mein letzter Schüler. Selbst wenn ich sterbe, muss die Forschung weitergehen. Vollende das Verfahren zum Wohle Ashinas. Dosaku. Jetzt ist halt die Frage, was meinte er damit? Okay, zumindest haben wir jetzt schon mal einen Weg mehr. Ja, wenigstens ist einer gestorben. Okay, ein Weg mehr. Das nützt uns aber... Ja, es nützt uns nur bedingt was im Moment. Das ist ja das Problem. Hier ging es um die Ecke. Ich muss mich jetzt ziemlich genau hier überall umgucken. Auch wenn es schwierig ist. Aha. Na? Ah, den haben wir auch. Da ist nichts mehr. Die Typen, die würde ich auch nicht zum Doktor hinkriegen. Die können ja keinen Kletterhaken verwenden. Darum geht das ja nicht. Moment, ich immer. So haben wir nicht gewettet. Der sieht aus wie Dings. Der sieht aus wie der Tengu, also wie Ishin. Warum zum Geier sind hier überall Geister auf einmal von irgendwelchen Leuten? Bin mir jetzt gerade nicht sicher. Soll ich mal da runter? Nee. Nee. Da sollte ich, glaube ich, nicht runter. Ich verstehe es trotzdem nicht. Was zum Geier will der Doktor? Warum zum Geier ist jetzt hier auch wieder so ein verdammter Geist gewesen? Ah, es ergibt doch gar keinen Sinn. Großer, kräftiger, junger Mann. Und was hat's mit den ganzen Leuten da beim Mibu-Dorf zu tun? Die haben ja auch noch irgendwie alle, keine Ahnung, irgendwelche Probleme. Alles nur Fragen über Fragen. Ich krieg hier kaum Antworten. Ja.
Das ist halt mies. Fragen über Fragen. Nun gut, ich bin jetzt aber gerade mal sowieso am Überlegen. Also wir müssen jetzt sowieso vom Burgtor aus. Könnten wir da noch was reißen? Das heißt, wir gehen mal zum Burgtor. Pass auf, jetzt das ganze Schlachtfeld wahrscheinlich voll mit Geistern. Oder noch schlimmer, der Geist von Genijiro hier. Das wäre natürlich... nicht Genijiro. Von Dings. Von dem Kerl auf dem Pferd. Dessen Namen ich leider vergessen habe. Verdammt. Och Gott. Ich bin nervös. Ja, das Tor ist wieder zu. Das ist kein gutes Zeichen. Ja. Irgendwas ist auf jeden Fall mit der Burg passiert. Ich weiß zwar nicht was, aber irgendwas ist passiert. Hier gab es kein Wasser mehr, oder? Nee. Ist der Tengu noch da oder ist es wirklich Ishin? Hey, die alte Frau. Hallo, alte Frau. Anta. Nani o kane? Yō ga nakereba mou yuki. Mou sugu. Ikusa ni naru. Mugoi ikusa ni ne. Shikabane wa yama to tsumare. Ein Sauer Taika no Yoni Uzo Maki. Kitto. Oni ga umare tschimau yo. Ja, das mit den Toten ist mir auch schon aufgefallen. So ein bisschen. Das ist mir in der Tat schon aufgefallen. Okay, gut. Kurz am Nachlassverwalter glotzen. Hey, Nachlassdude. Gokui. Hast du eigentlich noch irgendwas übrig gehabt, was ich noch gebraucht habe? Nö, hat er nicht. Okay. Also gut. Dann haben wir keine andere Wahl, nicht wahr? Öffnen wir das Tor, prügeln uns nochmal durch die Burg. Wehe, da ist jetzt ein Geisterbulle. Was? Okay. Ja, gut, ich kenne noch mehr Wege. Wow. Hier. Gehe ich halt von da aus rein. Ah, ich habe aber irgendwie die Befürchtung, dass ich durch diesen Geheimgang muss. Und dann werde ich wahrscheinlich irgendwas sehen, was mir nicht gefallen wird. Die Chancen stehen gut. Ja, wirklich am Überlegen. Kommen wir denn jetzt hier raus? Wo kamen wir da eigentlich nochmal raus? Ach ja, wir kamen aber dem Glockendude raus. Ich weiß, was ich mit dir mache. Ich glaube, den kann ich verwenden. Komm mit. Los. Nein, du Blödmann. Oh, du bist so ein Trottel. Los, komm mit. Komm schon.
Du musst ein bisschen länger durchhalten, mein Freund. Dach! Ach, scheiße. Ich glaube, dass der Kerl... Den könnten wir dem Doktor bringen. Vielleicht. Trotzdem gerade mal noch so ein bisschen vorsichtig hier am Glotzen. Hä, was macht er denn da? Oh mein Gott! Was bist du denn für einer? Okay, der Feind meines Feindes ist mein Feind. Du bist viel stärker als sie, also kämpfe lieber gegen dich. Nein, ich hab den Falschen erwischt. Ich hab doch keine Ahnung, was das für Dudes sind. Was zum Geier ist denn hier jetzt los in der Burg? Wer greift die denn an? Hallo? Shinobi domo ga ohori. Die Shinobi, sie sind im Graben. Ach stimmt, ja, hier konnten wir auch noch tauchen, ne? Aber irgendwas sagt mir, dass hier irgendwas ganz gehörig nicht stimmt. Die Tür ist auch verschlossen. Das gibt's doch gar nicht. Irgendwas stimmt hier absolut nicht. So viel steht fest. Ich hole mir mal die eine Statue. Wenn ich die mir holen darf. Das ist die nächste Sache. Lass mal gucken. Muss ich ein bisschen aufpassen. Okay, denen geht's anscheinend noch gut. Okay, die durfte ich mir wiederholen, das ist gut. Wölfe, ist nichts Neues. Jetzt bin ich neugierig. Moment. Ja, China-Talsperre kennen wir ja schon, aber ihr wisst genau, was ich gucken will, oder? Könnt ihr euch bei euch bestimmt schon vorstellen. Ich will gucken, ob die 7 Speere von Ashina wieder da sind. Das wäre nämlich echt nicht gut. Wenn die 7 Speere von Ashina wieder da sind, dann habe ich ein Problem. Wobei ich eigentlich nicht glaube, dass das ein Problem wird. Sieht auch nicht so aus, als wären die da. Also als wäre er da. Himmel. Ich gehe trotzdem mal rüber zum Turm, einfach nur um zu glotzen. Runter in den Brunnen müsste ich vielleicht sogar auch noch einmal. Jetzt fällt es mir halt wieder überall ein, wo noch Wasser sein könnte oder war. Okay, hier ist aber niemand. Hier ist keiner. Im Turm selber. Nicht mal die Erinnerung ist mehr da. Bücher. Oder war die Erinnerung oben? Ich weiß es nicht mehr. Nee. Ist nicht mehr da. Okay, gut. Hier ist nichts. Alles klar. Weil irgendwie hat sich was gechanged. Irgendwas hat sich verändert. Ich komme zwar noch nicht genau drauf. Was? Doch, greif doch nicht den an. Du kümmerst dich um den einen Dicken, ich kümmere mich um die anderen zwei.
schön anzusehen, wie sie sich gegenseitig mit den Hämmern bearbeiten. Ups. Naja. Ob ich jetzt den einen oder den anderen umbringe, völligst irrelevant. Okay, gut, dann gehe ich aber jetzt nochmal kurz in den Brunnen. Da war nämlich auch Wasser. Oh, hoffentlich ist da jetzt nicht so ein Geist von dem Dude da. Ihr wisst schon, wen ich meine. Hä? Wer macht denn... Wieso? Ich meine, ja, ich komme von der Seite jetzt halt nicht mehr raus, aber das macht nichts. So, mal gucken. Aha. Oh, schade. Ich habe mit mehr gehofft. Ich hatte mir mehr erhofft, sagen wir es mal so. Jetzt muss ich aber erstmal gucken, wo wir jetzt hier rauskommen. Verlass uns Verlies wieder. Ach ja, wir sind auf der Seite. Ist hier eigentlich wieder irgendwas neu gespawnt? Nee. Das wäre ja die Krönung. Brauch mal deine Lebensenergie, danke. Ist die eine Frau noch da? Ja, die ist noch da. Hä? Was hat mich da gesehen? Wahrscheinlich nur eine Echse gewesen sein. Ja, wir haben uns doch schon reingeworfen. Wir wissen doch schon längst, was da unten alles auf uns wartet. Nichts Gutes. Okay, also von hier aus komme ich aber definitiv nicht mehr zurück. Okay. Aber ich darf zumindest... Also... Aber ich darf zumindest bei der Ashina-Burg, normalerweise müsste ich doch jetzt wieder... Ja, bei der Talsperre darf ich wieder hin. Gut. Okay. Was zum Geier ist in dieser Burg nur los? Ich meine, die Shinobis greifen an, aber... Gibt's noch mehr? Und von wo? Und wer? Wer ist das überhaupt? Ich meine, es kann ja nicht sein, dass das Verbündete von mir sind. Zumindest kam es mir jetzt nicht so vor, als wären die verbündet mit mir. Ups. So. Wie gesagt, ich muss jetzt trotzdem alle Wege und Orte trotzdem nochmal abgehen. Einfach nur, um sicher zu gehen. So, gibt's hier noch irgendwas in diesem verdammten Burggraben, was ich übersehen habe? Aha, ein Durchgang. Der bringt mich aber... Oh. Und damit haben wir schon wieder eine. So, hat er sich hier versteckt? So, damit haben wir nämlich zumindest schon mal wieder eine. Ja. Hier müsste ich dann eigentlich, ja genau, hier rauskommen. Oh, gleich so ein mächtiges Konfekt. So, ich suche trotzdem mal den ganzen Graben hier einfach nochmal ab. Nur mal, um sicher zu gehen. Ihr wisst, wie es ist. Man kann nie wissen. Na klar, einfach so eine Schatzkapsel. Damit haben wir aber jetzt schon wieder alle. Also alle, die wir brauchen. Zumindest. Sehr gut. Ich bin trotzdem gerade noch ein bisschen neugierig, weil ich einfach wissen will... Sag mal, das ist... Hä? Was? Irgendwer oder was hat mich gerade... Ah, da drüben wird gefightet. Gerade schon überlegt. Nein, wieso? Scheiße. Was soll ich denn jetzt da rüber? Oh. Was
soll ich denn jetzt nochmal darüber kommen? Ach ja klar, ich dödel. Ist mir gerade wieder eingefallen. Sorry. Ich habe gerade wirklich ernsthaft überlegt, wie zum Geier ich da überhaupt rüberkommen sollte. Warte mal, war hier? Oh, nee. Da unten ist noch Wasser. Da müssten wir auch nochmal gucken eigentlich. Ich will mir auf jeden Fall erst nochmal die nächste Statue holen. So. Das war hier. Greif mich nicht an. Ich hab dir nichts getan, Mann. Okay, das ist ein Stichangriff, aber definitiv. Die sind komisch. Keine Ahnung, woher die kommen auf einmal. So, hier müsste doch... Ja. Okay, die Statue kriegen wir auf jeden Fall auch noch. Ein gutes Bildhaus. Okay, wir rasten mal kurz. Auch wenn ich es eigentlich nicht direkt müsste, aber ich mache es trotzdem mal. Boah, wie fies. Ja klar, jetzt greifen sie mich beide an, natürlich. Genau, prügelt euch mal wieder ein bisschen gegenseitig. Wahnsinn, er hat ihn umgebracht. Ah, danke. 3 Erfahrungspunkte und 600. Das sagt schon einiges über den Unterschied dieser Einheiten aus. Die Nachtschwalben sind auch nicht mehr auf den Dächern, sehe ich gerade. Da oben, da ist eine Leiter jetzt rüber. Oh ja, die haben definitiv die Burg gestürmt. Okay, das ist ungut. Zumindest für die Gegner. Ich würde aber sagen, an der Stelle mache ich jetzt erstmal Folgenpause. Und würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Part. Im nächsten Part will ich nochmal unten bei den Graben mal kurz beim Wasser glotzen. Vielleicht holen wir uns vorher auch noch schnell die Schuppen beim Hirata anwesend, da geben noch die letzten 2 ab. Und dann, ja, dann gucken wir halt mal, wie es weitergeht. Erstmal vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Macht's gut. Ciao.